Wir kommen nun zur Blende. Das hier ist die Fläche von der oberen Mitte. Hier schlage ich den Kragen um. Rechts und links befinden sich hier die Armausschnitte. Aber ihr nehmt das als Anhaltspunkt, dieses Feld von der oberen Kragenmitte. Und bei diesem Feld links, wenn das endet, hier schlinge ich wie gewohnt neu an, hol den Faden durch und arbeite zwei Luftmaschen. Aus der ersten Luftmasche hole ich eine Schlinge und arbeite dann in die Seite der Kreisjacke ein und habe nun drei Schlingen. Dann masche ich die Maschen wie gewohnt ab. Dann hole ich, also das ist wieder meine erste Masche, aus der zweiten Masche eine Schlinge und hier aus dieser Quermasche. Nun habe ich drei Schlingen und schlinge wieder an der folgenden Reihe an. Nun habe ich vier Schlingen und diese masche ich ab. Nun hole ich wieder aus jeder Masche eine Schlinge, bis ich drei habe und steche hier an der zweiten Reihe ein zweites Mal ein und masche die Maschen ab. Dann hole ich wieder aus jeder Masche eine Schlinge. Jetzt nehme ich wieder eine Masche zu. Ich arbeite also immer eine Reihe mit und eine ohne Zunahmen. Ich hole also wieder hier aus der Seite eine Masche und arbeite in die nächste Reihe. Nun habe ich fünf Schlingen. Diese masche ich wieder ab. Dann hole ich wieder die Schlingen auf die Nadel. Diesmal arbeite ich keine Zunahme. Ich steche in die nächste Reihe ein, in die vierte und masche die Maschen ab. Dann wieder die Maschen aufnehmen und jetzt wieder eine Zunahme arbeiten. Und in die vierte Reihe steche ich ein zweites Mal ein. Ich steche also in die zweite, vierte, sechste, achte jeweils zweimal ein und in die ungeraden Reihen nur einmal. Und nun nehme ich die Maschen wieder auf. Und zuvor habe ich keine Zunahme gearbeitet. Jetzt arbeite ich wieder eine. 2, 4, 5. Nun habe ich 6 Schlingen und ich steche in die fünfte Reihe ein. Und masche die Maschen ab. Nun schlinge ich die Maschen wieder ohne Zunahmen auf. Und steche hier in die sechste Reihe ein. Auch hier über die Luftmasche übergehe ich jeweils als Einstichstelle. Wir haben ja hier an den Stellen, an denen wir zwei Maschen abgenommen haben, eine zusätzliche Luftmasche gearbeitet. In diese stechen wir nicht ein, nur in diese Masche an der Kante. Also in die sechste
Und nun masche ich die Maschen ab. Dann wieder die Maschen auffassen. Jetzt wieder mit einer Zunahme. Hier aus der Seite und in die sechste Reihe. Ich kann es wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die sechste Reihe auch ein zweites Mal einstechen. Nun möchte ich hier 2, 4, 6, 8, wenn ich nach dem Aufschlingen, also nach dem Anschlingen an der Kante, 8 Schlingen auf der Nadel habe, kann ich mit dem Ajourmuster beginnen. Ich masche zunächst 2x2 Schlingen ab, häkle dann eine Luftmasche, masche dann 3 Schlingen ab und dann die restlichen Maschen mit 3x2 Schlingen abmaschen. Jetzt masche ich die Maschen wieder auf, wie beim Ajourmuster. Man sticht hier also durch beide Schlingen und unter der Luftmasche durch und dann wieder, bis ich 7 Schlingen habe. Und wenn ich in die Seite einsteche, in die 7. Reihe, habe ich dann 8. Dann wieder 2x2 Schlingen abmaschen, dann eine Luftmasche, dann 3 Schlingen abmaschen und wieder enden mit 3x2. Dann arbeite ich wieder weiter, indem ich die Schlingen auffasse und nun aber wieder eine Zunahme arbeite. Also wenn ich 7 Schlingen habe, hole ich mir wieder eine Zunahme und steche in die 8. Masche ein. Nun schlinge ich 3x2 Maschen ab. Ich habe ja eine Masche zugenommen. Dann wieder eine Luftmasche und 3 Schlingen abmaschen. Und dann wieder 3x2 Schlingen abmaschen. Dann wieder die Maschen aufnehmen. 4. 4. Unter der Luftmasche durch. 5, 6, 7, 8, die zugenommene eben. Und nun keine Masche zunehmen. Und nun muss ich die Reihen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also eine gerade Zahl, hier also 2x einstechen. Dann wieder 3x2 Schlingen abmaschen. Eine Luftmasche häkeln. Dann einmal 3 Schlingen abmaschen und 3x2. Nun folgt wieder eine Reihe mit Zunahmen. Ich schlinge also die Maschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 9. schlinge ich auf und steche in die folgende Reihe ein. Nun wieder 2x2 Schlingen abmaschen, dann eine Luftmasche, dann einmal 3 Schlingen abmaschen, dann wieder eine Luftmasche und einmal 3 Schlingen abmaschen und 3x2 Schlingen. Dann wieder eine Reihe ohne Zunahmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 und in die folgende Reihe, in die 10. einstechen und 2x2 Schlingen abmaschen, dann eine Luftmasche, dann 1x3, eine Luftmasche, 1x3 und 3x je 2 Schlingen. Nun folgt wieder eine Zunahme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier aus der Seite 10. Und wir sind hier in der 10. Reihe, hier auch 2x einstechen. Dann 3x2 Maschen abschlingen. Eine Luftmasche, 1x3 Schlingen, eine Luftmasche, 1x3 Schlingen und enden mit 3x2. Dann wieder eine Reihe mit Zunahmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die 11. hier aus der Seite. Und wir stechen hier auch in die 11. Reihe ein. Dann 2x2, dann eine Luftmasche und 1x3, dann eine Luftmasche und 1x3, eine Luftmasche und 1x3 und die letzten 3 mit jeweils 2 Schlingen abmaschen. Dann wieder auffassen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und nun muss ich hier die Reihen wieder zählen, damit ich weiß, ob ich an einer ungeraden bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also in die 12. Reihe einstechen, 2x2, dann eine Luftmasche, 3 Schlingen, eine Luftmasche, 3 Schlingen, eine Luftmasche, 3 Schlingen und 3x2 Schlingen abmaschen. Nun wieder eine Zunahme arbeiten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 12. hier aus der Seite holen. Und in die 12. Reihe auch ein zweites Mal einstechen. Dann 3x2, 1x, 2x, 3x, eine Luftmasche und 3 Schlingen, dann wieder eine Luftmasche und den Faden durch 3 Schlingen, Luftmasche und durch 3 Schlingen. Und dann 3x2 Schlingen abmaschen. Jetzt noch einmal eine Zunahme arbeiten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die 13. hier aus der Seite.
dann auch in die folgende Reihe einstechen und nun zweimal zwei Maschen abschlingen, dann eine Luftmasche, dann einmal drei Schlingen abschlingen, eine Luftmasche, drei, eine Luftmasche, drei, eine Luftmasche, drei. Nun arbeiten wir also vier Luftmaschen plus danach immer drei Schlingen abschlingen und nun dreimal zwei. Ab nun arbeiten wir ohne Zunahmen und werden aber jetzt auch in jeder Einstichstelle an der Kante stets zweimal einstechen. Ich zeige euch das noch einmal. Also immer auf 13 Schlingen auffassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Diese 13 Maschen bleiben jetzt stets gleich, rundum als Blende und in jede Reihe an der Kante zweimal einstechen. Also ab nun doppelt so viele Reihen arbeiten, wie an der Kante diese Randmaschen liegen. Wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nun habe ich hier schon zweimal eingestochen, also in die folgende, dann zweimal zwei Schlingen. Und nun viermal eine Luftmasche und drei Schlingen abmaschen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und enden mit dreimal zwei Schlingen. Und wieder. Eins. Also zwei Schlingen habe ich jetzt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die 14. Hier seht ihr habt erst einmal eingestochen, also ein zweites Mal einstechen. Und es geht zurück mit 2 mal 2 und 4 mal eine Luftmasche und 3 Schlingen. 3 mal, 4 mal und nur noch die letzten 3 Schlingen. Das ist dann eure Blende, die sich nachher dann umlegt. Hier befindet sich der obere Kragen. Hier arbeite ich keine Blende, weil sich sonst dieser Umschlag zu sehr aufstellt und das gefällt mir nicht. Und jetzt geht es weiter mit stets zwei Reihen in eine Randmasche. Ich bezeichne dies als Randmasche, hier immer nur in diese Reihenmaschen. Man sieht sie sehr gut, immer hier einstechen und zwar zwei Reihen. So, ich bin nun ein Stück weiter. Das ist mein erstes Feld mit der Schrägung. Dann das zweite. Hier also immer in jede Reihe wurde hier zweimal eingestochen.
Also das hier befindet sich der Armausschnitt, das ist das zweite Feld. Das dritte ebenfalls, genauso umhäkelt. Das vierte auch. Das fünfte auch, vollständig umhäkelt. Und das sechste auch. Das siebte Feld ist unser letztes Feld. Das achte bleibt ja für oben, für den Kragen offen. Und im siebten Feld nehmen wir die Maschen für die Blende wieder ab, damit sich diese dann nachher schön umlegen kann. Und wie man das Ganze macht, zeige ich euch nun. Wir stechen hier wieder in jede zweite Reihe zweimal ein. Bis jetzt haben wir ja in jede Reihe zweimal eingestochen. Ihr seht, hier befinden sich immer zwei Einstichstellen an der Kante. Ab jetzt wieder nur in jede zweite Reihe. Und wir werden jetzt wieder unsere 12 Maschen in jeder zweiten Reihe abnehmen. So wie wir zuvor in jeder zweiten Reihe eine Masche zugenommen haben, nehmen wir nun in jeder zweiten Reihe eine Masche ab. Das heißt, wir haben 12 Maschen in jeder zweiten Reihe, arbeiten wir diese Abnahmen über 24 Reihen. Die zählen wir hier an der siebten Reihe zurück. Wir stechen ja in jede zweite Reihe zweimal ein. Also einmal einstechen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das heißt, ab hier beginnen meine Abnahmen. Ich kann euch auch die Reihen zählen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich arbeite jetzt noch meine Blende bis zu den Abnahmen. Also ich habe nun ringsum jeweils diese 13 Maschen aufgefasst und in jede Kante zweimal eingestochen. Hier habe ich erst einmal, also ein zweites Mal. Wer nur eine Weste arbeitet, steht nun kurz vor der Fertigstellung. Und wieder zurück, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 und hier ein zweites Mal einstechen und dann geht es wieder zurück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn und noch einmal hin und zurück und dann beginnen die Abnahmen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ein zweites Mal einstechen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Und nun beginnen die Abnahmen. Ich steche also nochmal ganz normal in die Seite ein, schlinge aber nun als erstes drei Schlingen auf einmal ab. Dann zweimal zwei. Und nun arbeite ich noch dreimal eine Luftmasche und drei Schlingen. Eine Luftmasche und drei Schlingen. Und noch einmal. Und die letzten drei stets mit zwei Schlingen. Und dann wieder die Maschen auffassen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und hier dann eben durch 2. So habe ich jetzt nur noch 12 Schlingen. Hier habe ich nun einmal eingestochen. Ab jetzt steche ich ja in jede zweite Reihe nur noch zweimal ein. Also steche ich in die nächste ein und häkle dreimal zwei Schlingen ab, dann eine Luftmasche und drei Schlingen. Luftmasche, drei Schlingen, Luftmasche, drei Schlingen und die letzten wie immer. Wieder auffassen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und hier steche ich nun ein zweites Mal ein und jetzt nehme ich auch wieder eine Masche ab. Das heißt, ich schlinge drei Schlingen auf einmal ab. Dann einmal zwei und dreimal eine Luftmasche und drei Schlingen. Eine Luftmasche und drei, Luftmasche und drei und die letzten. Nun fasse ich wieder die Schlingen auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und hier durch beide. Ich habe ja jetzt nur noch 11 Schlingen. In die nächste Reihe einstechen. Und nun ohne Abnahme zurück, zweimal zwei Schlingen, eine Luftmasche, drei Schlingen, Luftmasche, drei Schlingen, Luftmasche, drei Schlingen und dreimal zwei. Dann wieder die Maschen auffassen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 und nun in die nächste Reihe einstechen und eine Abnahme arbeiten, also 3 Schlingen. Jetzt 2 mal 2 und jetzt nur noch 2 mal eine Luftmasche und 3 Schlingen. Luftmasche, 3 Schlingen und man endet mit 3 mal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier durch 2. Wir haben jetzt nur noch 10 Schlingen. Hier ein zweites Mal einstechen. Und nun 3 mal 2 Schlingen abmaschen. Und 2 mal eine Luftmasche und 3 Schlingen. Und enden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In die nächste Reihe einstechen und wieder eine Abnahme arbeiten. Dann einmal, also durch 3 Schlingen. Dann einmal durch 2. Dann zweimal eine Luftmasche und 3 Schlingen abmaschen und die restlichen. Dann wieder auffassen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und durch 2. Wir haben nämlich jetzt nur noch 9 Schlingen. In die folgende Reihe einstechen und 2 mal 2 Schlingen, eine Luftmasche, 3 Schlingen, Luftmasche, 3 Schlingen und 3 mal 2. Dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und hier ein zweites Mal einstechen und nun wieder eine Masche abnehmen, also durch 3 Schlingen. Dann zweimal durch 2 und jetzt nur noch einmal eine Luftmasche und durch 3 Schlingen und dann enden mit 3 mal 2. Dann wieder auffassen. 2, 4, 5, 6, 7 und 8. Wir haben jetzt also nur noch 8 Schlingen. In die folgende Reihe einstechen und 3 mal 2 Schlingen abmaschen. Dann eine Luftmasche und 3 Schlingen und 3 mal 3. Dann wieder auffassen. 8 Schlingen in die folgende Reihe einstechen und wieder eine Abnahme arbeiten. Dann einmal durch 2 Schlingen, dann eine Luftmasche, einmal durch 3 Schlingen und die restlichen Maschen. Dann wieder die Maschen auffassen. 2, 4, 5, 6. Und nun muss ich einen neuen Faden anschlingen. Auf die letzte Strecke noch. Ich mache das mit dem Frankfurter Knoten. Den habe ich von der Elisabeth Wetsch gelernt, also bei Nadelspiel Eliza. Da hat sie ein tolles Video dazu gemacht
auf YouTube einfach Nadelspiel eingeben und Frankfurter Knoten. Da findet ihr das. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder durch 2, weil wir jetzt noch 7 Schlingen haben. In die folgende Einstichstelle zweimal. Und es geht zurück mit 2 mal 2, eine Luftmasche, 1 mal 3 und die restlichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier einmal einstechen, einen Faden umhäkle ich mit, damit ich ihn nicht einnähen muss. Und wir häkeln. Wir nehmen wieder eine Masche ab, also durch 3 Schlingen. Und jetzt nur noch 2 Schlingen zusammen abmaschen. Also kein Ajourmuster mehr arbeiten. Dafür sind die Maschen jetzt zu wenig. Also einfach nur im Grundmuster weiterarbeiten. Wir haben jetzt noch 6 Schlingen. In die nächste Reihe einstechen, den Faden umhäkeln und stets 2 Schlingen abmaschen. Dann wieder 2, 3, 4, 5, 6 und hier zweimal einstechen und eine Masche abnehmen, also durch 3 Schlingen. Und abhäkeln und wieder die Maschen auffassen, 2, 3, 4 und durch 2, wir haben jetzt nur noch 5 Schlingen, in die folgende Reihe einstechen und stets 2 Maschen abmaschen. Dann 2, 3, 4. 5 und in die folgende Reihe einstechen und wieder eine Masche abnehmen, also durch 3 Schlingen und die restlichen Maschen mit 2. Dann 2, 3 und hier durch 2 einstechen. Wir haben jetzt nur noch 4. Hier zweimal einstechen und zurück. Dann 1, 2, 3, also auf 4 Schlingen, in die folgende Reihe einstechen und wieder eine Masche abnehmen, also durch 3 Schlingen und enden. Maschen auffassen, 2, 3. Jetzt sind nur noch 3 Schlingen da. In die nächste Reihe einstechen, einmal 2, einmal 3 mal 2. Dann wieder die Maschen auffassen, in die gleiche Reihe einstechen und jetzt eine Masche abnehmen und die restlichen 2 abschlingen. Dann eine Masche, jetzt durch 2 schlingen. Wir haben jetzt nur noch 2. In die folgende Reihe einstechen und zweimal 2 Schlingen abmaschen. Dann wieder die Maschen auffassen, 2 und in die letzte Reihe einstechen und nun alle 3 Schlingen auf einmal abschlingen, noch in die letzte Einstichstelle einstechen. Wir sind jetzt genau am Beginn des Kragens. Einstechen, Faden durchziehen und die Arbeit hier beenden. Und ihr seht, wir haben jetzt einen schönen Kragen, der sich schön umlegen lässt. Und hier eine schöne Blende. Mit der Weste sind wir nun fertig.
Ihr müsst sie noch ein bisschen spannen für die Rundung hier unten. Einfach ein bisschen anfeuchten und spannen. Aber ihr seht, das legt sich hier sehr schön. Die Blende um die Rundung. Und dann habt ihr eure erste Kreisweste geschafft und dürft schon richtig stolz auf euch sein. Wer eben noch Arme dran machen möchte, die findet ihr dann im nächsten Teil. Aber als Weste seid ihr fertig. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.